zurück bei Operation Flashpoint. Wir sind wieder im Hauptmenü gelandet nach zwei Kampagnenversuchen. Werden wir jetzt mal in die Single-Mission reingehen. Multiplayer können wir übrigens nicht zeigen, weil ich glaube, den spielt keiner mehr inzwischen. Ja, wer weiß. Irre gibt es immer noch. Hier gab es, wie gesagt, übrigens auch den Missionseditor. Wurde auch viel genutzt, viel mitgemacht. War auch sehr modfreundlich. Das Spiel ist ja die Serie komplett. Also da gab es eigentlich alles irgendwie. Und dann gab es hier eine ganze Reihe von Missionen. Auch nochmal, wie man es jetzt in der Arma-Serie kennt, auch nochmal hier in der Resistance-Unterordner gab es dann nochmal aus dem DLC wollte ich gerade sagen, aber aus der Erweiterung gab es dann auch nochmal eine ganze Menge Missionen. Und ich glaube, wir machen jetzt aber mal aus Spaß, was wollen wir denn machen? Hubschrauber, Sack, oder? Was war das? Das war Ground Attack. Ground Attack entweder mit der Cobra oder Ground Attack mit dem Apache. Ich glaube, den Apache gab es damals, ähnlich wie bei Arma 2, erst mit einem Patch. Also der kam später, also viele von diesen Missionen wurden später erst reingepatcht. Das ist ja auch so eine Bohemia-Tradition, dass die durchaus noch was nachliefern. Und ich glaube, der gehört auch dazu. Und ich glaube, die starten jetzt einfach mal. Das war damals halt auch total geil, dass du hattest dein Spiel und dann kam halt irgendwann später mal noch vom Entwickler eine komplett neue Einheit rein. Und man hat so gedacht, Wahnsinn, wie geil ist das denn? Musste man sich natürlich irgendwie erstmal neue Missionen dafür bauen. Operation Flashpoint hatte damals noch nicht eins von meinen Lieblingsfeaturen aus Arma 2, die Armory, wo man jede Waffe und jede Einheit mal ausprobieren konnte und so zufällige kleine Minimissionen für die Einheit erstellt bekommen hat. Aber man, das ist halt 2001, so eine Größe von Landschaft und du kannst überall rein und so. Wenn man ins Detail geht, sieht man... Ja gut, glaubst du, bei Hubschrauberspielen schon in den 90er Jahren bei... Aber du konntest halt nicht aussteigen aus deinem Hubschrauber richtig, ja. Und irgendwo hinlaufen und unten in den Panzer steigen oder so eine Sache. Das gab es halt nicht. Es gibt ja auch Flugzeuge in dem Spiel, aber ähnlich wie bei den anderen Armateilen ist es ein bisschen... Flugzeuge sind ein bisschen sinnlos, weil die Gebiete sind zwar groß, aber dann doch nicht so groß. Wie viel Zeit bist du da denn los? Ja, irgendwie zeigt er uns da scheinbar schon. Ist das jetzt alles noch Intro oder kannst du? Ich weiß nicht genau, ob das mehr oder weniger so eine Vorschau für die Mission ist, weil theoretisch ist es ein bisschen was wir machen sollen. Ah, hier lieber. Ich habe jetzt einfach mal Leertaste gedrückt. Okay. Das ist wahrscheinlich so eine Vorschau. Die erste Mission in einem Kampfhubschrauber. Magst du das nicht das Briefing erst durchlesen oder kennst du die Mission? Nö, das kenne ich noch, glaube ich, halbwegs. Ist eher wahrscheinlich, dass ich mich nicht daran erinnere, wie man steuerungsmäßig irgendwas macht. So, sind wir wieder hier in der Landschaft. Sogar ein bisschen kann man hier sogar die Tonnen beeinflussen. Wow. Also ganz einfache Sachen sind dann doch schon auch da mit drin teilweise. Und dann steig doch mal in den Hubschrauber. Ich glaube, ich steige in den Apache dann jetzt hier ein. Du bist immer Pilot oder kannst du auch nur Gunner sein? Ich glaube, im Solo kannst du nur Pilot sein. Ich weiß nicht, ob es damals schon die Option gab, im Multiplayer auch Gunner zu sein. So, ich kann mal kurz in die Außenansicht schalten. Wie in den heutigen Arma-Spielen, also wenn man Alt drückt, kann man mit der Maus sich so ein bisschen umschauen. Dann ist die unabhängig von dem, was man da eigentlich steuert. Und dann starten wir einfach mal unseren Motor. Man konnte sich hier auch umschauen. Die Anzeigen funktionieren sogar ein bisschen. Also zeigen tatsächlich hier den Horizont und sowas alles an, obwohl das alles ein bisschen sinnlos ist. Also man schafft es gar nicht, da so komplett so hinzugucken. So, jetzt hat man die Chance, hat man die Wahl, entweder man steuert das alles über Maus und, über die Pfeil, also die WASD-Tasten und steigen und zur Seite so ein bisschen sich neigen, oder man konnte es einfach mit der Maus so hinzeigen, wo er hinfliegen sollte und dann bewegte er sich da so hin. Es war verhältnismäßig gefällig, was den Realismusgrad angeht, denn sonderlich realistisch ist das natürlich nicht unbedingt. Also die heutigen Arma-Spiele sind da deutlich anspruchsvoller, was das Hubschrauberfliegen angeht, sagte er und wahrscheinlich stürzt sich gleich ab. Kein Hubschrauberspiel ohne einen Absturz. Das gibt's gar nicht. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie Schrauber müssen immer abschmieren. Oh, Moment. Achso, genau. Damit schalte ich die Waffen durch mit Leertaste. Machine Gun. Ich nehme mal die Hellfire. Das sind die Panzerabwehrraketen, richtig? Genau. Steigen steil in die Luft und kommen dann von oben auf den Panzer draufgeknallt. Kann man, glaube ich, aber auch sogar umschalten. Ich weiß, weil ich habe sowas irgendwie nie wirklich gespielt, außer Comanche damals. Gab es da die Hellfire auch, ja.
Manche hat, glaube ich, auch die Hellfire. Es gibt ja unterschiedliche Hellfire-Raketen mit Laser und mit Radar und dann kann man einstellen, ob sie in so einem hohen Bogen oder ob sie einen Direktanflug machen soll. Wir fliegen mal hier die Küste entlang und wir sollen offensichtlich einen Konvoi ausschalten. Der ein bisschen in der Schlagseite ist. Der Hubschrauber. Ich kann so ein bisschen zur Seite mich drehen. Ich habe die Sichtweite nicht ganz auf maximal, denn, wie es in der ersten Folge schon mal gesagt hat, da macht mir die Engine ein bisschen Probleme. Also, dann bricht die Framerate ein. Und das liegt eigentlich nicht daran, dass der Rechner es nicht könnte. Ich tippe drauf, dass die Engine nicht so richtig weiß, wie sie mit der Hardware, die hier inzwischen in dem über 10 Jahre neueren Rechner als zu den Zeiten, als eben das Spiel entstanden ist, drin steckt, umgehen soll. Und da bestimmte Sachen einfach gar nicht ergreifen. Hier ist ein ganz schön zerstörtes Dorf. Das hat jetzt auch jeder von deinen, weiß nicht, hast du 4 Kerne? Ja. Ich schieß mal. Ungefähr die vierfache Rechenkapazität oder fünffache sogar von als damals Rechner hatten, auf den Flashpoint gelaufen ist. Oh, fuck. Haben sie dich erwischt? Oh, shit, da hinten. Ah, das habe ich nicht gesehen. Ah, Mist. Ja, der Vorführeffekt. Ah, shit, das ist eine... Ja, gut, das war's. Haben sie dich erwischt? Oh je. Ja, da war eine... Und der Hubschrauberabsturz, ihr habt es doch gewollt. Alles Absicht von uns. Ja, das versuchen wir ein bisschen. Barbara Bush, ach, war is not nice. Ja. Ach stimmt, das war auch noch so eine Sache. Da werden immer jedes Mal, wenn du gestorben, genau, wenn du gestorben bist, werden kriegskritische Zitate eingeblendet. Das hatte, glaube ich, auch frühere Call of Duty-Spieler hatten das auch. Zum Teil. Ich glaube, ja. Ich glaube, das gab es in manchen noch. Ich weiß aber nicht mehr genau, die in gute Barbara Teilen. Bush. Krieg ist nicht schön. Ja, danke, Barbara. Was übrigens ein bisschen doof ist, ist mir jetzt gerade wieder aufgefallen, war mir schon bei einer Übung, bei einem Übungseinsatz schon mal aufgefallen, wenn Funksprüche reinkommen, selbst Funksprüche von extern, also sowas wie ein Story-Funkspruch, dann bin ich als Sprechender erstmal blockiert. Also wenn ich dann hier meine linke Maustaste zum Feuern drücke, ich löse den Schuss ja nicht aus. Ich sag nur meinem Waffentypen hier vorne, dass er bitte schießen soll, sobald ich ein Ziel markiert habe. Das Problem ist halt, wenn gerade ein Story-Funkspruch kommt, dann wartet meine Figur mit der Ansage, welches Ziel anzuzielen ist und mit der Ansage feuern. Jungenstick. Er wartet einfach, er muss alles nacheinander absprechen, bevor er es macht. Kann ein bisschen ungünstig in einer kritischen Situation werden. Man kann mit Plus und Minus kann man rein und ein bisschen rauszoomen. Mit der rechten Maustaste kann man nicht reinzoomen. Das ist ja... heute in den ARMA-Spielen so, dass auf der rechten Maustaste, also wenn man es nicht umhört, reinzoomen und Target-Locken zusammen drauf liegen. Eine der dümmsten Steuerungsentscheidungen, die sich seit Jahren durch die ARMA-Serie zieht. Ein unfassbarer Schwachsinn, weil man kann die beiden Tasten nicht trennen. Aber dann sagt es deinen Bekannten bei Bohemia doch mal. Ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen. Und ehrlich gesagt, die sehen das Problem nicht so richtig. Es gibt so ein bisschen Wege drumherum, aber dieselbe Funktion lässt sich nicht irgendwie anders komplett 1:1 auf andere Tasten legen oder trennen. Und ich finde das halt echt, das ist so dämlich. Aber du hast ja für die GameStar so, einige Videos gemacht. Boah, jetzt, warum zu schießen Arma die 3? Jetzt schon? Oh. Haben sie dich erwischt? Fuck, ja, schon wieder. Warum können die mich so früh erfassen? Nicht auf der Brennsuppen hergeschmissen. Vielleicht musst du dich in dem Wald oder hinter dem Wald ein bisschen verstecken. Ja, ich hätte mich wahrscheinlich irgendwie... Du bist schon sehr, sehr... Er hat mich viel zu nah drauf. Offensiv. Boah, geht doch. Du hast gehört, er reagiert dann wirklich erst... Noch einer. ...wenn er eine Ansage bekommen hat. Ist da noch irgendwas? Ich hatte irgendwie Glück. Scheinbar habe ich mit einer Rakete vorhin... Hier hinten, glaube ich, war das. Das war das das Flugabwehrgeschütz. Den haben wir aber schon ausgeschaltet. Ich kann mal in die Außenansicht schalten. Oder ist er das? Ja, das war das Geschütz, was uns vorhin erwischt hat. Jetzt kann man sich hier die herauspicken. Ich schalte mal eine andere Waffe an. Das sind die ungelenkten Raketen. Das würde er jetzt auch, also mit dem Machine Gun,
Warte mal, ich versuche mich mal hinzudrehen. Sieht man auch vorne, es folgt dem richtig. Soweit es möglich ist. Warte mal, drehen wir uns mal um die Achse. Das war halt schon verrückt. Und jetzt kann ich ihm sagen, schieß. Und dann versucht er dahin zu schießen. Oh, da kommt... Was kommt denn da? Oh, oh, oh. Das kannte ich gar nicht. MI-24. Das ist ein Hind. Und ich habe natürlich keine Luft ab... Da kommt sogar ein Flugzeug. Das, okay, das habe ich so... ich habe vielleicht noch nie so lange für die Mission gebraucht, aber das habe ich so noch nicht gesehen. Hind sind die ganz üblen sowjetischen Hubschrauber. Ja, die im Afghanistan-Krieg für viel Rambo 3. Übel gesorgt haben. Und die aber auch... Jetzt werden wir, glaube ich, hier runtergeschossen, oder? Ja. Ja. Ich habe keine Stinger dabei. Shit. Oh, hast du gesehen? Da ist sogar ein Flugzeug vorbeigeflogen. Tatsächlich. Ja. Aber noch hältst du dich ja wacker. Oh, da sind zwei ausgestiegen. Und der Hein stürzt ab. Und sowas war halt unglaublich. Ja. 2001 war das die Höhe dessen, was man sich irgendwie vorstellen könnte. Schießt er den Hind ab. Man sieht sogar richtig, er sagt das Kommando und daraufhin sieht man dann, wo der hinzielt. Also dieser kleine weiße Punkt, ist er dann immer, wo er hinzielt. Und er hört theoretisch auch von alleine auf, darauf zu schießen. Hast du ihn aber nicht erwischt. Nee, offenbar nicht. Ich habe ja noch die Hellfire. Musst du vielleicht zu dem Konvoi mal nach hinten? Das ist ja ein Teil des Konvois. Na komm. Ja, der ist aber zäh. Der ist ausgeschaltet. Das ist ja auch was traditionell aus der Serie, dass man diese Außenansicht natürlich in höheren Schwierigkeitsgraden nicht nutzen kann. Aber jetzt zur Übersicht machen wir es einfach mal. Damit man ein bisschen was sehen kann. Jetzt ist immer noch dieses kleine Flugzeug da. Komm, trau dich. Wo ist er? Den kann ich nicht erfassen, oder wie? Ah. Ah. Warum kann man den jetzt nicht? Ach doch, mit der Rakete kann man ihn offensichtlich nicht erfassen, aber mit Maschinengewehr. Sidewinder oder sowas hast du nicht. Nee, die Sidewinder würden ja hier an den Seiten dran sein. Und davon habe ich keine. Ich glaube. Warte mal, wie ist denn das? Sieht man die, sind die Raketen da gerade noch dran? Nein, kann man jetzt gerade nicht erkennen. Also in späteren Serienteilen siehst du ja richtig, wenn die Rakete abgeschossen ist. Also wenn sie einfach wirklich weg von der Halterung ist. Aber ich weiß nicht, ob die das so aussehen soll, als wären da noch welche dran oder ob das nur noch die Halterung ist. Obwohl nicht, ich glaube, eine klebt da immer noch. Ja, kommt er nochmal? Der fliegt so hoch, dass mein Geschütz da gar nicht rankommt. Ja, komm, das müssen wir doch schaffen hier. Der ballert halt jetzt auf dich zu. Der ballert halt jetzt aufs Ganze. Jawoll! Und tschüss! Hast du so gedacht? Der steigt nicht mehr aus. Bam. Nee. Das war's, Kollege. Schön ins Wasser. Wir haben so gut wie keinen Spritverbrauch bis jetzt. Das ist auch noch super für die Klimabilanz. Was man aber jetzt schon ein bisschen sieht im Vergleich zu den späteren Serienteilen. Also, ich kann den Hubschrauber wirklich nur verhältnismäßig eingeschränkt steuern in seinen Flugmöglichkeiten. Also ich könnte ihn nicht jetzt hier nach links mehr oder weniger wirklich doller drehen als das jetzt hier. Also kippen, so rum. Das ist einfach ein bisschen, ja, zur Spielbarkeit ein bisschen eingeschränkt von den Möglichkeiten. Später in den jetzigen Serienteilen kannst du mehr oder weniger alles damit machen. Auch wenn das Flugmodell noch verhältnismäßig, ja, arcade-lastig ist. Aber das war hier dann schon noch ein bisschen anders. Was ein bisschen nervig war halt, wenn du es mit der Maus gespielt hast, dass du halt, je nachdem, wo du hingezielt hast, dann teilweise nicht mehr gesehen, also du konntest nicht mehr irgendwo anders hingucken, ohne irgendwas irgendwo anders hinzufliegen. Also, so ein bisschen anstrengend. Aber das waren halt alles so Sachen, war ihm halt ein bisschen egal dafür, dass es sowas ging. Es war ja aber doch dafür auch sehr zugänglich, weil gerade die richtigen Hubschrauber-Simulationen, mal abgesehen von Comanche aus den 90ern, die klassischen Microprose-Nummern, da musstest du halt auch das Handbuch vorher studieren und hattest dann halt aber auch nur Hubschrauber. Ja.
Und das nicht Flashpoint unbedingt hat das alles immer sehr gut gemischt. Klar, ein richtiger Simulationspurist, der fand das Flugmodell dann blöd vom Hubschrauber oder fand das Fahrmodell vom Panzer blöd. Aber für einen, der einfach mal alles ein bisschen machen wollte, war Flashpoint einfach perfekt. Du hast den Infanteristen gehabt, du hast die Panzer gehabt, du hast den Hubschrauber gehabt und hast so quasi diesen kompletten Konflikt aus allerlei Perspektiven miterlebt und war einfach spitze. So. Und das Schöne war ja hier, du konntest Hubschrauber fliegen, im Gegensatz zu den meisten Hubschrauber-Simulationen, konntest Hubschrauber fliegen und hast auch noch spannende Missionen gehabt. Mhm. Also nicht nur dieses, okay, jetzt flieg halt deine Wegpunkte ab und schieß da zweimal auf was, sondern durch die Geschichte war das halt auch noch alles irgendwie interessant verbunden. Und das Missionsdesign von Flashpoint war der Hammer. Ja. Was da für coole Situationen gibt. Ich treffe heute noch Leute, die irgendwie damals dann auch irgendwann aufgehört haben, Computer zu spielen, weil sie dann irgendwas Wichtigeres zu tun hatten. Und jeder, egal ob er Simulations- oder Militärfan ist oder war oder nicht, spricht immer noch gerne von Operation Flashpoint. Und beschreibt dann die eine Mission, boah, weißt du noch, wie man da in dem Wald, und der andere so, boah, weißt du noch, wie man da das Dorf eingenommen hat und so. Also da ist viel hängen geblieben bei den Leuten durch das Spiel. Deswegen waren auch alle so enttäuscht, dass die Nachfolger dann eben entweder zu sperrig waren wie Arma oder zu wenig von dem Gefühl hatten von Flashpoint 1, wie es zum Beispiel Flashpoint 2 einfach nicht mehr hatte. Oder wo dann irgendwas kaputt gegangen ist auf dem Weg. Schade. Genau, wie es mit der Flashpoint-Serie weiterging, da können wir in der nächsten Folge vielleicht auch nochmal ein bisschen drüber sprechen. Denn da werden wir mal eine Panzermission machen. Etwas, das es dann zum Beispiel in den wirklichen Operation Flashpoint genannten Nachfolgern, die über Codemasters kamen, dann nicht mehr gab. Und wie sich diese ganze Serie so aufgeteilt hat und was da so passiert ist, das gibt es auch in der nächsten Folge zusammen mit lauten Panzergeschieße. Yippie. Tschüss. Ciao.